So, liebe Leute, heute geht's weiter mit FIFA. Wir spielen heute das nächste Spiel in der Liga und dann geht's gegen Hannover 96. Und ja, gucken wir mal, ne, wie es heute läuft. Wir stehen im Halbfinale der Europa League, nachdem wir Tottenham und Atletico Madrid ausgeschaltet haben. Mal gucken, ob es jetzt gegen wen es denn als nächstes geht. Wobei ich tatsächlich sogar schwer verwundert war, dass wir Atletico ja, so einfach. Ah, gegen Juve. Okay. Was könnte durch das Finale gehen? Deutsches, rein italienisches, entweder deutsch-italienisches, wie auch immer. Es könnte ziemlich witzig werden. Mal gucken, wie es läuft. Mein Ziel ist es natürlich jetzt, die Europa League zu gewinnen, aber Juve wird immer eine andere Hausnummer werden. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Sie können Ihre Fragen dann jetzt stellen. Ja. Unser Ziel ist es natürlich, klar. Wir machen mal weiter. So, jetzt wieder deutlich Sieg wird die Moral von Hannover 96 beeinflussen. Egal, alles gut. Ich gucke jetzt nicht auf Moral. Ich will mein Spiel gewinnen, mein Spiel durchziehen und dann gucken wir einfach mal, was rauskommt. Wer sich durchsetzen wird, hoffentlich wir. Wir müssen abwarten, klar. So ist es einfach. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. So. Für heute haben wir es. Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Na gut. Gehen wir mal rein ins Spiel gegen 96. Halt, da sind noch drei Nachrichten drin, die ich gerade. Och Leute, was ist denn dein Problem gerade hier? Katzen. So, gehen wir das Spiel zum Preisgeld. 1,5 Millionen für das Erreichen des Halbfinals in der Europa League. Wir haben jetzt momentan tatsächlich von 14 Millionen. Klar, damit werden wir in der Bundesliga auch keinen großen Sprung machen, das ist mir schon klar. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Also die zweite Liga haben wir ja schon gewonnen, die Kohle kriegen wir auf alle Fälle. DFB-Pokal sind wir ja raus, da gibt es definitiv nicht so viel Geld. Das ist schade ein bisschen, weil das hätte ich gerne genutzt. Und dann müssen wir mal gucken, was am Ende rauskommt mit den Spielerverkäufen. Wer geht, wer kommt, wie auch immer. Das sind so einige Kandidaten, die ich wahrscheinlich abgeben werde, abgeben möchte. Und dann gucken wir einfach mal. Gut, wir spielen auf jeden Fall, wie gesagt, das heute das Spitzenspiel gegen Hannover 96. Das heißt, es ist so angekündigt als Spitzenspiel. Ob es am Ende rauskommt, weiß ich noch nicht. Ich wechsle nur gerade mal ganz kurz durch hier. So, ich guck mal gerade, ob ich noch einen Mittelfeldspieler habe, den ich... Ja, Merjan, der kann mal ein bisschen was probieren. Ich wechsle halt immer mal wieder ein bisschen durch mit der Startformation und... Wer nicht so halb wieso der Prozent fehlt, ist der Spiel heute einfach nicht. Deswegen Ludewig rein. Das ist klar. Und ja, das passt so. Ne, passt nicht. Warte mal. Ich bin auch nicht so ganz auf 100%. Sekunde. So. Entschuldigung. So einfach, wie gesagt, mal ein bisschen durchwechseln, mal neu reinbringen, ein paar Leute. Die ein bisschen rotieren. Gerade im Hinblick auf die. Im Hinblick auf die kommenden Spiele noch, weil wie gesagt, Juve wird nochmal eine andere Hausnummer werden. Da könnte er mal sicher sein. Aber jetzt erstmal vor dem nächsten Spiel Hannover 96. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran.
Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Ja. Schalke 04 gegen Hannover 96. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Die Schalker sind zu Hause top. Da haben sie die beste Bilanz aller Clubs bisher. Ja, guck mal auf die Tabelle bitte. Siege aus 14 Spielen. Da geht dann auch einiges wie von selbst, wenn es so gut läuft. Ich glaube, einzig Arminia Bielefeld war der Gegner, den wir nicht schlagen konnten zu Hause. Ich glaube, da ging es unentschieden aus 2-2, wenn ich richtig im Kopf habe. Hier sehen wir die heutige Aufstellung. Genau, unsere Aufstellung. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Dankeschön. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. So, und dann geht's jetzt ins Schalke 04, die Begegnung Spiel. So. Wir stellen über die aus, der ist mal Krüger, aber da ist keiner, damit der irgendwie so gerade gefährlich sein ist. Ne, es ist kein Aus. Okay, dann habe ich jetzt fast gerechnet, dass er den abpfeift, weil gefühlt war der ein bisschen im Aus, aber ja, da ist auch keiner mitgegangen. Es war der erste kleine Vorstoß, aber. Nichts Gefährliches dabei, wie gesagt, weil keiner dabei war. Und deswegen musste er ein bisschen alleine machen. Kolasin hat jetzt mal nochmal was versucht über die Außenbahn. Es geht immer sehr viel über die Außenbahn, über diese rechte Außenbahn. Und jetzt gibt es sogar Ecke noch. Die Fans fordern 11 Meter. Was sagt der Schiedsrichter? Es gibt Ecke. Es gibt Ecke tatsächlich, also nicht 11 Meter oder sonst irgendwas. Ja gut, das ist klar, dass die Fenster irgendwie was sagen. Ja, pfeif mal auf. Da kommt die Ecke. 11 Meter, aber war halt nicht so. Merger! Ah, das war, glaube ich, sogar der eigene Mann, den rausgefischt hat da. Wobei das nicht so gut war, der hätte den vielleicht sogar drehen können, aber egal. Alles gut, wir machen auf jeden Fall erstmal den Druck. Klar, ich möchte mich in der Liga auch nicht verstecken, auch wenn die Meisterschaft schon unter Dach und Fach ist. Nach dem Spiel gegen Fürth, dieses Ligaspiel gegen Greuther Fürth, wo wir da 3-2 gewonnen haben, wo wir am Ende dann die Meisterschaft klar gemacht haben, geht es heute, wie gesagt, mit Hannover darum, einfach mal zu zeigen, okay, wir gehen auch in der Liga noch ein bisschen mit. Auch wenn ich auch ein bisschen in der Liga nutze, einfach um zu rotieren. Die für Pokal haben wir nicht mehr, da sind wir nämlich im Viertelfinale in Frankfurt gescheitert vor zig Folgen, aber nun ja. Nächste Saison wieder. Tommy. Und wir sind verdient gescheitert. Warte mal, ist ein Tor gefallen? Gehen wir kurz. Büro. Oh, schade, nimmt der ein bisschen zögert er zu lange. Also, für das Tor in Fürth, gegen Fürth, wie auch immer. Ja, wir kommen aber auch momentan nicht so durch. Sehr gute Idee. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Ja, das ist Ludewig. Falscher Ballmann. Nichts. Gut gestanden da von der Verteidigung von Hannover 96. Nach 25 Minuten immer noch nicht wirklich. Dominik Kaiser. Ja gut, wir haben ein paar Chancen gehabt, da muss man so ein bisschen, aber noch nicht zwingen ist dabei. Da ist er alleine durch. Schöner Ball und schön geklärt. Tommy.
Ja, da kommt aber auch keiner. Jetzt vielleicht mal. Ja, Latzer. Ah, das ist zu spät gesehen, dass da unten einer mitgelaufen ist. Ich habe ihn gesehen, aber halt nicht rechtzeitig genug. Oh, da darf jetzt nichts passieren. Bella Kocam. Und dann kommt der Verteidiger da überhaupt nicht hin. Wahnsinn, wie er den noch hält. Jetzt kommt die Ecke. Situation geht weiter. Ja, Glück gehabt. Jetzt geht er weiter. Der Koltern hat da 96 Ecke. Also Koltern Ecken, gegnerischen Ecken, das können wir schon hin. Erinnere ich mich an das Ligaschemal in Liga 3 gegen den FC Bayern. Also gegen die Amateure. Da haben wir nämlich aus zwei Ecken des Gegners die zwei Tore gemacht. Was für eine Aktion. So gerade. Ach Mann. Jetzt, das kann doch nicht sein. Momentan gibt es aber nicht. Wir haben eine absolute Chance zum Schluss und kriegst du sie nicht. Ungemünzt momentan. Aufregung, er hat da nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Es gibt ein Tor aus einer anderen Partie zu vermelden. Ich gebe mal kurz ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Kiel. Der neue Spielstand damit 1:1. 36 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für dieses Update. Flanke an den kurzen Pfosten. Ja, da muss ein guter Keeper muss den haben. Super Aktion. Ah, schade. Ich wollte diesen Querpass noch reingrätschen, aber irgendwie will er nicht. Ah ja, das war noch nichts. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Man muss aber sagen, dass Hannover auch ein bisschen, dass der Hannover durchaus ebenbürtig ist. Reinhardt hat dann auch und damit ist Pause. Und es steht 0:0. Kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Ja, mal gucken, wie die zweite Halbzeit läuft. Und Ludewig hat übrigens gelb gesehen. Nicht Ludewig, mein Rechtsverteidiger. Doch, bei Ludewig tatsächlich, ja. Müsste eigentlich. Hat für das Foul da eben gelb gesehen. Wo der Schiedsrichter laufen gelassen hat. Mal gucken, wie die zweite Halbzeit jetzt auch wird. Super dazwischen gegangen. Wir müssen noch mal. Es wird wahrscheinlich wieder so ein Lucky Punch. Ja, vielleicht jetzt mal. Und jetzt hat er ein bisschen Glück gehabt, dass er dann mit diesen Abpraller noch mit rein mitnehmen konnte. Und das ist halt so. Noch in der 50. Minute das Tor. Na gut, es wird nicht einfach, ne? Die Gegner wollen natürlich auch noch ihre Punkte holen. Aber da war jetzt auch ein bisschen Glück dabei. Dieser Abpraller, der. Der hat es am Ende ausgemacht. Tor Nummer 3, Simon Terror, der 50. Minute. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Mit Rosen. Guter Vorstoß. Ja, der hat ein gutes Tempo drauf, der die Rose. Ach, warum Ecke? Nee, gibt nicht Ecke, sondern Einwurf schon. Ja, der war dran, ne? Wir haben hier den zweiten Treffer für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 56 Minuten. Spielen die gegen Kiel? Sie können nicht klären, sind weiterhin im Bedrängnis. Latzer war das. Die Chance auf den Konter. So, oh, ah, Glück gehabt. Das war der eigene Mann, Gott sei Dank. Gleich wird hier gewechselt. Und das könnte jetzt gelb für Hannover mal gehen. Marvin Duck, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Das ist auch die richtige Entscheidung. Kann man so nehmen. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Oh, da ist es der Rode, der auf 2:0 stellen muss. Hier. Ja, der muss da auf 2:0 stellen. So. Na gut. Ah, es wird Zeit, dass wir gleich mal auch wechseln. So langsam wird's gefährlich. Ah. Glück gehabt, das war nämlich keine. War keine mehr. Ja, es war aber keine Fitter. Es war aber absolut beigespielt. Das war genau richtig.
Die Gastgeber geben hier aktuell eindeutig den Ton an. Tommy, der jetzt ein bisschen durch, Tommy, muss abdrehen und trifft das Ding ins lange Eck. 2-0. Diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist richtig. Kann sich da gegen den Verteidiger durchsetzen und haut das Ding dann einfach mal ins lange Eck. Und das ist sowas von verdient, dieses 2-0. Der hätte schon früher von Terodde fallen müssen, der Treffer. Aber es gibt da so ein bisschen mehr Ruhe. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Also, Pass. 70. Minute, 2-0. Jetzt gehen wir mal kurz eben mal in den Wechsel. Wenn wir jetzt noch 90. machen, dann haben wir sogar 50., 70., 90. So, kurz im Durchwechseln. Ich nehme mal noch den einen oder anderen Spieler raus vom Feld. Bostoan, der mir übrigens jetzt im Ligaspiel tatsächlich auch sehr, sehr gut gefallen hat. Aber so spielt man halt jetzt auf der anderen Seite. Der spielt jetzt nämlich als 2-0. Im Moment läuft es natürlich. Der soll natürlich hier auf der, jetzt mal auf der rechten Seite verteidigen darf. Der ja, wie gesagt, eines seiner letzten Spiele macht für uns. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Also, Tommy mit dem 2-0, das ist jetzt mal ein bisschen mehr Beruhigung drin, aber das kann auch anders ausgehen. Kolasinac. Und da war Renault, glaube ich, noch dran. Ja, da war der Renault noch dran unten. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Nur das war glücklich, weil der nächste auf der Linie stand, sonst wäre der nämlich auch noch rein gewesen. Oder gefährlich gewesen und der ist weg. So, jetzt wechselt auch Hannover. Der Frank Raus, der an dem 2-0 nicht allzu unbeteiligt war, aber der nämlich das Laufduell, glaube ich, verloren hat. Und dann ist es Joe, der jetzt mal mit bis Tempo vor über die Außenbahn geht. Ist probiert zumindest. Also der kommt durch, die Flanke kommt dann, aber der Stürmer kommt nicht an den Ball. So, egal, alles gut. Weiter. Sie verlieren den Ball. Alles Gefreistoß. Den Merjan rausholt. Ne, Bostoan rausholt, Entschuldigung. Merjan war der ja davor. So, und das sollte. Mal gucken, wer es machen könnte. Ich habe so, glaube ich, keinen absoluten Top-Spieler, der jetzt irgendwie einen Freistoß schießen kann. Der Rosun, weiß ich nicht. Muss ich gucken. Na, ah, der ist als Linksfuß. Für links. Ist der, oder für rechts ist der vielleicht besser. Ja, der muss auf die rechts sitzen und so. Hannover wechselt schnell nach oben. Ja, na doch, geht auf. Da ist die Chance. Ui, ganz knappe Geschichte. Ja, oben aufs Dach. Auf. Ich bin kein guter Freistoßschütze, aber oben aufs Dach ging der. Aber es hat wieder Zeit gebracht, auch so ein bisschen. Ja. Pass auf die Außenbahn. Und dann ist es Durksch gegen Brissajur, der jetzt. Chance zur Flanke jetzt. Der das aber sowas von souverän runterspielt. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ja, jetzt war der Konter. Über Joe, der mit ein bisschen. Der nochmal Tempo hat auf der Außenbahn, der nochmal gut was gebracht hat. Er sucht die entscheidende Lücke. Was macht Joe! Der haut das Ding eiskalt oben in den Winkel. Und das ist tatsächlich genau die 90. Minute. Also es ist die 91. Aber es wird, glaube ich, als 90. angezeigt. 50., 70., 90. Ja, aber eiskalt drei Mann stehen lässt. Jetzt rennen sie hier nochmal. Kurz vor dem Ende und klar, das Spiel ist längst gelaufen. Mal kurz eiskalt okay, oben in den Winkel gelegt. Mal gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und das sollte sein erstes Saisontor gewesen sein. Ich glaube nicht, dass er schon viele hat. Ja, ist sein erstes Saisontor. Tong Yeon Jo. Oder Jo, wie auch immer. Koreaner, glaube ich, aus der eigenen Scouting-Abteilung. Ja, 50. 70. 90. Da unten steht's.
Und dann ist es durch. 3-0 der Heimsieg in Hannover 96. Abgehakt. Weiter geht's. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. So. Gut. Ja, da war auch durchaus mal eine ein oder andere Chance Hannover 96, aber erste Halbzeit haben wir eigentlich so ein bisschen Probleme gehabt noch, aber in der zweiten Halbzeit sind die Tore dann Gott sei Dank gefallen. Verdienter Ballbesitz, wunderbar, Schüsse aufs Tor, 4 Schüsse aufs Tor gemacht, 3 haben wir drin. Oh, die Statistiken sprechen tatsächlich größtenteils für uns. So, im Kurz, ja genau, in Kiel haben sie nämlich gespielt, die Vierter. Ja. So, gut, dann sind wir durch für heute. Nächstes Spiel ist dann der VfL Osnabrück und das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Wir haben noch 4 Spiele in der Liga. Wir haben noch Minimum 2 in der Europa League. Also 6 bis 7 Spiele haben wir noch und dann sind wir nämlich durch mit dieser Saison. Und da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und da freue ich mich wieder, wenn ihr einschalten würdet. Beim Heimspiel oder beim Auswärtsspiel wahrscheinlich in Osnabrück. Bis dahin und tschüss.